Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure eigene Webseite erstellen könnt. Egal, ob ihr einen Blog anfangen wollt, einen Online-Shop aufsetzen wollt oder einfach nur eine Homepage für euer Unternehmen oder vielleicht auch für privat haben wollt, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Ganze aufsetzen könnt und auch, wie ihr eine passende Domain dazu bekommt, also zum Beispiel in diesem Fall valentinmoeller.de. Zwei kurze Hinweise zum Anfang, dieses Video ist gesponsert von Wix, vielen Dank an dieser Stelle. Und Nummer zwei, natürlich kann ich viele Dienste auch irgendwo anders machen, aber dann braucht es oft sehr viel mehr technisches Know-how. Und heute zeige ich euch, wie ihr eine Webseite aufsetzen könnt, ohne programmieren zu können. Das Schöne ist, in der Grundversion ist das hier komplett kostenlos. Erst wenn man Werbung entfernen möchte oder eine komplett eigene Domain haben möchte und so weiter, dann braucht man die Premium-Version. Also auf geht's! Fangen wir aber mal von vorne an, nämlich auf der Wix-Website. Also um eine Website zu erstellen, gehen wir als allererstes auf wix.com und werden dann entsprechend auf die Wix-Startseite hier weitergeleitet. Und da klicken wir dann einfach auf eigene Website erstellen und können uns dann anmelden, falls wir schon ein bestehendes Konto haben oder uns natürlich einen Account anlegen, falls wir noch keinen Account haben. Oder wir können uns mit Google oder Facebook authentifizieren. Wenn wir uns dann eingeloggt haben, kommen wir hier auf unser Dashboard. Und hier seht ihr schon so ein paar Sachen, da kommen wir nachher nochmal zu. Aber wir wollen jetzt zuerst natürlich eine Website erstellen. Und das geht vollkommen kostenlos. Klicken dazu einfach auf Website erstellen und schon sind wir da. Und dann sollen wir festlegen, was für eine Art von Website es ist. Also ist es ein Unternehmen, ein Online-Shop, eine Musik-Website, vielleicht eine Veranstaltungs-Website oder ein Blog. Ich nehme jetzt in diesem Fall mal Unternehmen, aber man kann natürlich auch die einzelnen Sachen in andere umwandeln. Das hilft nur ein bisschen mit Templates, die man vorher hat. Und es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Zum einen können wir eine Wix-ADI-Website erstellen. Das ist quasi, hier gebe ich ein paar Dinge von mir ein, wie zum Beispiel meine Social-Media-Kanäle, was genau es sein soll. Also wenn ich das mache, kann ich zum Beispiel eingeben, ich habe zum Beispiel einen YouTube-Technik-Kanal, YouTube-Technik-Videos, und dann wird er mich hier weitere Sachen fragen, welche Dinge hier dabei sein sollen, also Videos, Instagram-Feeds, Pakete, die man kaufen kann, vielleicht ein Chat, vielleicht will ich noch einen Blog haben und einen Online-Shop. Das Ganze baut mir dann quasi eine Webseite, die dann schon ziemlich gut vorgefertigt ist auf das, was ich haben möchte. Aber wir werden heute mal die Webseite lieber komplett selbst erstellen und deswegen entscheiden wir uns für den Wix-Editor. Der Editor funktioniert so, dass wir mit einer Vorlage beginnen oder natürlich auch ohne Vorlage, wenn wir gar nichts haben wollen. Aber diese Vorlagen bieten schon ein paar Dinge, die uns helfen können, unsere Webseite anzufangen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen ja was für ein Startup machen, oder in unserem Fall wollen wir jetzt vielleicht was für YouTube machen. Hier könnte dann zum Beispiel ein Online-Komiker, ein Vlog-Kanal, darstellende Künstler, Musik, Albumveröffentlichung und so weiter und so weiter. Und ich würde jetzt zum Beispiel mal hier das Template für den Dokumentarfilm verwenden. Hier können wir auf Ansehen klicken, um einmal quasi einen ersten Eindruck von der Webseite bekommen, der uns hier gegeben wird, wie das Ganze aussehen könnte, was wir hier machen könnten. Ihr seht schon, das Ganze ist ja schön, auch hier mit diesem Scroll-Effekt. Und wenn wir dann sagen, wow, wenn wir dann sagen, okay, das ist die Website, die wir gern haben wollen, dann können wir die Website hier oben bearbeiten und auf uns anpassen. Und dann lädt Wix den Editor, wo wir alle Sachen drin einstellen können. Also, was poppt jetzt hier auf? Was haben wir hier? Wir haben verschiedene Einstellungselemente, die wir hier verwenden können. Und zwar, ich fange mal hier oben mit der Seite an. Und zwar können wir unter Seite auswählen, welche Seite auf der Webseite wir aufrufen wollen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade die Homepage offen, aber man sieht auch hier oben, dass es zum Beispiel Presse gibt oder Kontakt. Und die kann ich hier aufrufen, ne? Also zum Beispiel hier klicke ich auf Press. Und dann sieht man hier die Dinge, die er hier unter Press auf seiner Seite hat. Also hiermit können wir die Seite wechseln. Dann haben wir jetzt natürlich gerade die Desktop-Ansicht, also für den Computer. Aber heute ist es ja sehr wichtig, dass man auch eine mobile Ansicht hat. Und wenn ich hier drauf klicke, dann sieht man schon, okay, jetzt habe ich hier, so sieht dann die mobile Version aus. Und das Schöne ist, und das kann man sich schon mal merken, wenn ich hier im Editor Änderungen auf der mobilen Webseite vornehme, weil zum Beispiel Dinge, die ich auf der Desktop-Webseite gemacht habe, auf der mobilen Webseite nicht so gut aussehen, dies beeinflusst nicht das, was auf der Desktop-Webseite zu sehen ist. Das heißt, wenn ich hier Dinge verschiebe, bleiben die in der Desktop-Variante trotzdem gleich. Und dann habe ich hier oben noch ein paar weitere Buttons, die ich klicken kann. Angefangen bei Website,
wo es um die Einstellungen für die Website an sich geht, wo ich sie zum Beispiel veröffentlichen kann oder auch einen Website-Verlauf habe. Das heißt, wenn ich jetzt Änderungen vornehme und dann merke, okay, irgendwie heute, das war nicht so gut und mir hat es gestern besser gefallen, was ich gemacht habe, kann ich hier auf den Website-Verlauf gehen und dort eine ältere Version wieder laden und dann an der Stelle weiterarbeiten. Ich könnte zum Beispiel auch die Website kopieren oder transferieren oder Feedback einholen. Das heißt, ich kann sie veröffentlichen für Leute, die dann den Link haben, die mir dann ihr Feedback geben können. Und natürlich kann ich sie hier auch speichern. Und das ist nie eine schlechte Idee. Und wir speichern die jetzt einfach mal erstmal mit einer kostenlosen Domain und nennen sie nicht meine Website, sondern vielleicht Valentin Möller, weil das quasi der Dokumentarfilmproduzent ist, der das hier macht. Dann wird das Ganze gespeichert. Und unter Einstellungen hier oben haben wir weitere Einstellungen, wie zum Beispiel, wir können hier eine Domain verbinden. Das können wir über Wix selbst machen, aber auch wenn wir schon eine Domain irgendwo haben, können wir natürlich auch diese Domain dann verwenden. Wir können Postfach holen, Premium abonnieren, Search Engine Optimierung, also Suchmaschinenoptimierung machen, dass wir bei Google gefunden werden. Wir können das Favicon ändern, das ist das kleine Icon, was hier oben ist. Wir haben verschiedene Analysewerkzeuge, wir können Zugang und Zuständigkeiten hier freischalten. Und noch so ein paar weitere Sachen, wie zum Beispiel Bildoptimierung, dass das Ganze schneller lädt. Unter Ansicht finden wir dann noch ein paar Tools, die hilfreich sein können. Zum Beispiel die Bearbeitungsleiste, wo wir so ein paar Einstellungen haben, wie zum Beispiel Text drehen oder Größe einstellen oder die Position von Dingen. Das können wir natürlich auch anders machen, aber quasi nochmal eine Backup-Funktion. Wir haben Lineale, die man jetzt hier oben sieht, die wir einblenden lassen können, damit man Sachen ausrichten kann. Aber es gibt auch die Rasterlinien, die helfen, Dinge in bestimmten Sachen drin zu haben. Zum Beispiel sehe ich hier oben, okay, das ist mein Header. Ich sehe hier unten, da ist mein Footer oder meine Fußzeile. Und hier habe ich einen Streifen dazwischen. Und ich sehe auch, dass quasi der Mittelteil der Website hier, das ist das, was auf jedem Browser angezeigt wird. Aber all das, was hier außerhalb liegt, könnte eventuell auf einigen Browsern nicht richtig dargestellt werden. Wenn ich also ein Ding hier rausbewege, dann sieht man auch, dass er mir eine Meldung gibt, dass das Ganze eventuell außerhalb sein könnte. Deswegen kann ich hier oben auf rückgängig gehen. Und dann wird das Ganze wieder rückgängig gemacht. Und dann haben wir noch an Objekte anpassen. Das ist ein sehr praktisches Tool. Wenn ich zum Beispiel hier etwas verschiebe, dann hilft er mir, das zum Beispiel hier mit so einer lilanen Linie zu zentrieren. Und ich kann das nach unten bewegen, dass es auch hier ordentlich aussieht. Zum Beispiel könnte ich das hierher machen, weil das gut aussieht. Und dabei hilft mir dieses an Objekte anpassen Tool. Dann haben wir natürlich noch den Dev-Modus. Wenn ich also gerne eigenen Code hinzufügen möchte, HTML-Programmierung oder bestimmte Entwicklertools, könnte ich das hiermit machen. Natürlich gibt es auch noch Hilfe und auch eine Premium-Version, über die sprechen wir nachher noch. Hier oben haben wir dann noch eine Herauszoomen und Anordnungsändern-Button. Und dieser Button ist ganz praktisch, weil ich quasi hier die Abschnitte meiner Website sehe. Und wenn ich sage, diese Dokumentation, die ich mal gemacht habe, die würde ich eigentlich lieber oben drüber haben, kann ich einfach diesen Streifen benutzen und nach oben ziehen. Wie man diese Streifen erstellt, schauen wir uns nachher auch noch an. Aber so kann ich quasi eine grobe Übersicht über meine Website haben. Dann haben wir natürlich noch rückgängig und auch wieder wiederherstellen. Ich kann die Website hier speichern und ich habe natürlich auch gespeichert und ich habe natürlich auch eine Vorschau. Die haben wir uns ja vorhin schon angesehen und auch hier denken wir dran, wir haben natürlich auch wieder die Mobilansicht, in der wir das Ganze ansehen können. Wir sehen jetzt auch noch hier oben, dass wir hier Wix-Werbung haben. Dies liegt daran, die wird auch auf der Website sein, denn solange wir noch kein Premium haben, wird es dort mit sein. Sobald wir uns aber Premium holen, verschwindet dann die Werbung an dieser Stelle auch. Also, schauen wir uns mal an, wie wir jetzt hier mit der Website an sich verfahren. Um die Website zu bearbeiten, haben wir hier drüben verschiedene Bearbeitungstools. Zum einen haben wir einmal Menüs und Seiten. Unter Menüs und Seiten können wir hier die Webseiten aufrufen, also wie zum Beispiel vorhin schon gesagt, die Presse Seite, die Kontaktseite. Wir können uns anzeigen lassen, wo die angezeigt werden. Also zum Beispiel sieht man hier, dass unter About der Film, die Fakten und die Mission drunter liegen. Das heißt, wenn ich hier oben dann auf About klicke, dann wird er mir quasi dort, können wir uns ja ganz kurz mal angucken, gehen wir hier auf die Vorschau. Wenn ich also hier unter About gehe, dann seht ihr, da geht hier so ein Pop-Out-Menü auf und hier kann ich die Sachen aufrufen. Ich kann hier unten ganz einfach eine neue Seite erstellen. Zum Beispiel nenne ich die einfach The Trailer. Füge das Ganze hinzu und habe jetzt hier natürlich die Möglichkeit, wenn ich hier vorne drauf gehe, das Ganze einfach zu verschieben und zum Beispiel hier runter zu bewegen. Und dann seht ihr, es geht hier automatisch auch unter About. Wenn ich das aber nicht möchte, kann ich natürlich auch das Ganze hier zu einer Hauptseite machen. Oder wenn ich hier drunter bewege, ist natürlich auch andersrum zu einer Unterseite.
Ja, es gibt ja noch ein paar weitere Einstellungen, einzelne Search Engine Optimizing, also Suchmaschinenoptimierungssachen, kann sie umbenennen, kopieren und so weiter oder natürlich auch einfach löschen. Wir lassen sie jetzt mal hier, können wir nachher noch was mitmachen. Ansonsten haben wir hier noch Seitenübergänge, das heißt, ich könnte zum Beispiel ja, Seiten animieren, zum Beispiel eine Seite einblenden oder das Ganze auch vertikal machen oder einfach überblenden. Oder von außen nach innen aufbauen. Man muss mit diesen Sachen ein bisschen vorsichtig sein. Also Animationen wirken im Allgemeinen oft unprofessionell, wenn sie nicht richtig gut gemacht sind. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas hier schon ganz gut wirken kann. Aber wenn man zu viel davon hat, dann ist es oft auch ja, grenzwertig und wirkt nicht mehr unbedingt ja, so pro, wie man es vielleicht möchte. Ich kann natürlich unter dem Webseitenmenü zum Beispiel auch Links hinzufügen. Ja, also ein Anker zum Beispiel, das heißt, wenn ein Anker, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, aber der ist quasi eine bestimmte Stelle auf einer Website, wenn ich also zum Beispiel eine Launch-Seite habe und alle Informationen auf der ersten Seite, möchte aber hier oben trotzdem gern zum Beispiel Home und dann den Trailer, aber der Trailer folgt eigentlich hier weiter unten, dann könnte ich zum Beispiel einen Anker an den Trailer setzen und wenn ich dann auf Watch Trailer klicke, also quasi auf den Link, dann springt das Ganze einfach nach unten an die Stelle des Ankers. Und das könnte ich zum Beispiel hier mit einem Anker setzen oder dass eine E-Mail aufgeht oder eine Telefonnummer angezeigt wird und so weiter und so weiter. Oder ich kann auch Ordner erstellen, das heißt, das ist ein nicht anklickbares Element und da geht dann einfach was auf. Also ist quasi das gleiche wie das, nur dass hier aufgeht und ich nicht darauf klicken kann, sondern nur darüber fahren kann. Als zweites haben wir hier an der Seite den Seitenhintergrund und wie wir jetzt hier schon sehen, haben wir gerade diesen wunderschönen Space-Hintergrund hier. Aber natürlich bietet Wix auch eine ganze Menge weitere Sachen. Zum Beispiel könnte ich das Ganze hier zu Wasser machen und dann sieht man das hier relativ schlecht, aber es geht so ein bisschen an den Seiten hier auf. Es ist nicht ganz transparent. Man kann da natürlich auch Einstellungen vornehmen. Also hier liegt jetzt halt was drüber. Aber dahinter läuft jetzt ein anderes Video. Wir können das mal rückgängig machen. Achtet mal drauf, wie das hier kommt und wieder geht. Also da der Hintergrund, da sind Wellen zu sehen. Und ja, die sind dann natürlich, gehören da nicht hin. Aber ihr seht schon, jetzt ist weiß geworden. Man könnte hier zum Beispiel auch andere Sachen hinmachen, wie zum Beispiel Bananen, die da jetzt dahinter liegen oder ganz, ganz viele andere Sachen. Wir haben die Möglichkeit, hier Bilder hochzuladen, die wir selber gemacht haben oder andere zu verwenden, zum Beispiel von Shutterstock oder direkt von Wix. Da kann ich hier zum Beispiel nach Movie suchen oder nach Film und dann wird er mir da verschiedene Sachen zeigen, die man hier verwenden könnte. Aber natürlich, wie gesagt, auch bei Shutterstock, die kosten dann natürlich Geld. Also der kostet hier zum Beispiel 2,99 €. Oder ich kann natürlich auch ein eigenes Video hochladen. Auch hier gibt es wieder direkt schön Dinge für ein Wix oder ich kann auch hier wieder auf Shutterstock zugreifen. Jetzt habe ich hier oben zum Beispiel das Problem, dass hier jetzt ein Streifen ist und den bekomme ich nicht weg, nicht mit vor und nicht zurück. Und hier kommt natürlich der Webseitenverlauf ins Spiel, das heißt, ich kann einfach drauf tippen zum Webseitenverlauf und kann auf eine frühere Version zurückspringen, die ich gespeichert habe. Na, sieht man jetzt hier zum Beispiel 15.20 Uhr, die würde ich vielleicht nehmen, mal schauen, ob das hier besser aussieht. Schauen wir uns die mal an und da sehen wir, hier ist der Hintergrund wieder weiß, so wie es auch sein sollte und können also diese Version wiederherstellen. Klicken also zum Editor und kommen zurück auf unsere Website. Die kann ich jetzt wieder speichern und ich habe das Ganze wieder gerettet. Wenn wir jetzt irgendwelche Dinge zu unserer Website hinzufügen wollen, dann klicken wir hier auf Hinzufügen. Und hier haben wir jetzt ein riesiges Menü an Dingen, die wir hinzufügen können. Von Texten, Bildern, Bildergalerien, Vektorgrafiken, Buttons, Streifen, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben. Vielleicht ein Kontaktformular, ein Menü, eine Lightbox, also ein kleines Menü, was einen da begrüßt, eine Datenbank, einen Blog, einen Online-Shop, Buchungen, Mitglieder, Verwaltung und so weiter und so weiter. Es gibt ja so eine ganze Menge, die man hinzufügen kann und wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Dinge davon an. Ich möchte nur gleich an der Stelle sagen, dass es jetzt hier nicht meine Prämisse ist, die Sache unbedingt schön zu halten. Also gerade sieht die Website eigentlich ganz cool aus. Aber das wird natürlich wahrscheinlich nicht so bleiben, wenn ich jetzt hier nach und nach weitere Sachen hinzufüge. Aber es geht ja auch hauptsächlich darum, euch zu zeigen, was man tun kann. Zum Beispiel fangen wir mal an mit einem Streifen. Streifen hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Haben wir hier verschiedene Sachen, die wir dann im Nachhinein anordnen können. Und wir können zum Beispiel hier einen klassischen Streifen nehmen. Wir können zum Beispiel diesen hier nehmen, der passt, glaube ich, ganz gut. Und wir ziehen ihn einfach hier auf die Stelle, an der wir die haben wollen und sehen dann schon, dass das Ganze jetzt hier schon dazu passt. Also ich kann diesen Streifen jetzt nehmen und zum Beispiel nach oben bewegen
und dann wäre jetzt hier weiter oben. Ich habe jetzt hier also meinen Streifen und sehe, ich kann den jetzt hier kleiner und größer ziehen, das Bild, was da dahinter liegt. Aber wenn ich den Streifen an sich größer machen möchte, dann muss ich hier unten auf diesen Streifen klicken und ihn dann hier größer machen, weil ansonsten verändere ich nur das Bild. Diese Punkte hier, die sind wichtig und wir sehen auch schon hier drüben noch etwas, was angezeigt wird. Das hier ist ein Anker, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier auch einen Anker hinzufügen. Wir gehen also auf Hinzufügen, dann unter Sonstige und auf Anker. Und hier können wir jetzt einfach einen Ankerlink hinzufügen, den ziehen wir also einfach hier auf die Stelle, an die dann gesprungen werden soll. Können wir noch ein bisschen niedriger machen, so dass wir genau an diese Stelle kommen. Und ja, Anker machen es uns möglich, wie wir schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir auf bestimmte Bereiche in der Website springen können. Ich nenne das hier jetzt einfach mal diesen Anker hier Wald, so dass wir an die Stelle springen können. Also einfach ein Doppeltipp oder hier oben auf Umbenennen und wir können das Ganze umbenennen. Und jetzt möchte ich gerne noch ein Ankermenü passend dazu hinzufügen. Ich gehe also wieder auf Sonstige, auf Anker und scroll hier ein bisschen herunter. Und dann finden wir hier Ankermenüs sogar mit Anzeige, wie die ganzen heißen. Das heißt, wir können dieses Ankermenü einfach nehmen und hierher ziehen. So, und das Ankermenü liegt jetzt hier drüben auf der rechten Seite. Wir können es ein bisschen größer machen, wenn wir wollen, oder ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn wir jetzt das Ganze speichern und mal in die Vorschau gehen, dann sehen wir schon, dass wir hier einmal den Waldanker haben, den Trailer und den Kontakt. Und wenn ich jetzt auf Wald gehe, dann springt er auf Wald, auf Trailer, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, springt er auf Trailer und auf Kontakt, springt er runter zum Kontakt, Bereich. Und so kann ich es also, und natürlich auch mit anderen Sachen, mit Links zum Beispiel, Ankerlinks, wie ich das vorhin schon gezeigt hatte, auch hier auf der Website machen. Wenn ich also zum Beispiel, das können wir einfach mal machen, ich gehe also auf Menü und ich füge einen Link hinzu und der Link soll ein Anker sein. Ich lege also fest, wo der Anker liegt. Der liegt jetzt bei mir auf der Home-Seite. Ja, wir sind ja gerade auf der Home-Seite und ich möchte, dass auf den Anker Wald verwiesen wird. Und dann kann ich das Ganze hier hinzufügen und habe jetzt hier noch interessanterweise Kontakt. Ich schiebe das Ganze mal hierher und nenne das Ganze auch hier Wald. Also einfach einen Doppeltipp drauf machen. Wir nennen das Ganze Wald. Und jetzt sehen wir, dass wir hier oben einmal den Button Wald bekommen haben. Ja, und das heißt, wenn ich jetzt in die Vorschau gehe und dann hier oben auf Wald tippe oder klicke, dann springe ich direkt runter an die, eigentlich sollte an die Stelle Wald springen. Also einmal kurz Troubleshooting. Wir gehen hier hinein zum Wald. Bearbeiten diesen Anker nochmal, ändern also den Link. Wir wollen natürlich nicht, dass er auf Kontakt springt, sondern auf Wald. So, und dann können wir uns das Ganze nochmal ansehen. Wenn ich also jetzt hier oben auf Wald klicke, dann springt er auch auf die Stelle Wald. Und da haben wir unseren schönen Wald. Ich würde sagen, unser Waldelement hier braucht jetzt noch ein paar Inhalte. Das heißt, die fügen wir einfach mal hinzu. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Text sein und hier können wir auswählen, soll es ein Titel sein oder Textvorschläge, sagt zum Beispiel hier Überschrift 1. Ich denke, das klingt doch ganz gut. Und wir können das Ganze jetzt hier einfach vergrößern und verkleinern. Wir können es einfach irgendwo in der Mitte nehmen und bewegen. Aber wir können erstmal was reinschreiben, einfach einen Doppeltipp reinmachen und schreiben zum Beispiel, der Wald ist dein Zuhause. Wir können hier die Schriftgröße anpassen. Dazu muss ich das Ganze natürlich markieren, können wir also hier die Schriftgröße anpassen. Wir können auswählen, was für eine Schriftart es sein soll. Also zum Beispiel die Schriftart, die ich persönlich immer verwende, ist Open Sans. Wir können dann den Stil der Überschrift einstellen, also was für eine Überschrift soll es sein und damit auch in welcher Farbe. Nehmen wir also hier zum Beispiel mal was Schwarzes. Können wir ein bisschen größer machen, vielleicht machen wir es noch fett. Wir können die Schriftfarbe ändern und natürlich auch zum Beispiel das Ganze mittelbündig machen, sodass das hier schön in der Mitte liegt. Vielleicht noch ein bisschen größer machen. Und wenn wir das jetzt noch bewegen, dann kriegen wir hier auch noch, wenn wir das denn unter Ansicht eingestellt haben, nämlich an Objekte anpassen, und auch die Bearbeitungsleiste will ich gern haben und die Rasterlinien, kann ich das Ganze hier einfach auf die Mitte ausrichten. So zum Beispiel. Und dann ist das hier schön in der Mitte. Und vielleicht möchte ich an der Stelle unter Wald noch zum Beispiel den Soundtrack des Films hinzufügen. Dann könnte ich hier auf Musik gehen und mir einen der Musikplayer aussuchen. Ich könnte zum Beispiel, welcher ist relativ schön, ich könnte auf iTunes verlinken, ich könnte auf Podcasts verlinken und ich nehme jetzt einfach mal hier oben diesen Track und füge ihn hier hinzu.
Dann können wir hier schön hinmachen. Wir können das Ganze natürlich auch länger machen, damit wir mehr Kontrolle darüber haben. Richten das Ganze wieder mittig aus und können natürlich in den Einstellungen dann ein Bild zum Beispiel hinzufügen als Vorschaubild. Dafür können wir einfach mal ein Bild hochladen. Zum Beispiel hier mein Logo können wir einfach an der Stelle mal verwenden. Laden das Ganze also hier jetzt an die Stelle hoch, haben also jetzt ein Logo. Natürlich möchte ich auch den Titel ändern, der hier gespielt wird, und dazu habe ich auch mal was vorbereitet. Und zwar nehmen wir einfach mal an, Moonsteps ist der Titeltrack von dieser Dokumentation hier. Und das kann ich also auswählen und den Titel hinzufügen. Und dann sehen wir schon, wir haben hier Moonsteps und wir könnten jetzt hier auch noch den Titel bearbeiten, nämlich Moonsteps und der Künstler ist KRDX. Und wir haben das Ganze hinzugefügt. Wir haben also jetzt ein Bild, wir haben den Titel und auch den Künstlernamen. Und jetzt können wir hier natürlich noch weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel möchte ich, dass das Ganze nur einmal abgespielt wird und nicht mehrere Male. Und wenn ich dann hier in die Vorschau gehe, kann ich also hier einmal draufklicken. Und dann hört ihr schon, dass das mit dem Spiel beginnt. Funktioniert also. Ich habe also jetzt hier meinen Player mit drin. Und da sage ich mir, okay, das ist vielleicht die Größe, die ich brauche. Kann das Ganze jetzt hier also kleiner ziehen. So, ein bisschen die Größe. Können wir es hier noch ein bisschen ordentlicher anordnen. So, ziehen wir das noch ein Stück hier runter. So, und da haben wir einen neuen Streifen erstellt. Wir können natürlich einfach mal noch einen weiteren Streifen hinzufügen. Und zwar hier unter Streifen. Vielleicht könnte das hier noch ein Video von diesem Schneeflockentreiben im Wald sein. Weil wir sind ja immerhin bei Wald. Das heißt, das hier ist ein Video, wie wir gerade schon gesehen haben, an diesem kleinen Zeichen hier. Das hier unten, das ist das Zeichen für Video. Das heißt, wir haben jetzt hier was Animiertes. Und hier könnten wir zum Beispiel Kundenmeinungen hinzufügen oder andere Sachen noch, die wir hier wollen. Wir können einfach mal hier reingehen und den Streifen teilen. Wir können also hier einfach Spalte hinzufügen und dann sehen wir schon, dass wir auf einmal hier zwei Streifen haben. Und jetzt ist es vielleicht so, dass wir nicht den gleichen Hintergrund haben wollen. Das heißt, wir gehen hier auf Spalten Hintergrund ändern und fügen vielleicht einen anderen Wald hinzu. Zum Beispiel, das ist der gleiche wie oben, vielleicht hier den Regenwald oder nehmen wir diesen Strandwald hier. Sagen einfach mal, dass das in dieser Dokumentation drin vorkommt und könnten dann hier zum Beispiel ganz verschiedene Sachen hinzufügen. Zum Beispiel ein Kontaktformular. Ich meine, wir haben ja unten schon mal unsere Kontakte angegeben. Aber zum Beispiel das hier sieht doch ganz hübsch aus. Das ziehen wir einfach also hier drauf und haben dieses Kontaktformular dann hier. Man sieht schon, dass das jetzt natürlich größer ist als der Streifen an sich. Das heißt, wir machen den Streifen hier einmal ein kleines bisschen größer. Dann sehen wir aber schon, dass wir auch hier die Bilder noch etwas größer machen müssen, damit das Ganze hier auch passt. Dann haben wir hier das Kontaktformular. Hier haben wir also auch wieder Formulareinstellungen. Dazu zählen zum Beispiel, wie dieses Formular heißt und was für Nachrichten man damit schreiben kann und wie damit gezahlt werden soll oder nicht. Automatisierungen zum Beispiel, dass automatisch eine Dankesnachricht gesendet wird oder eine Aufgabe erstellt wird und wie man darauf antworten möchte und so weiter und so weiter. Wie schon gesagt, das wird jetzt hier nicht das Schönste, aber wir könnten die Felder bearbeiten, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Name wollen wir haben, aber Telefon, das brauchen wir nicht, das kann weg. Und dafür machen wir hier die E-Mail-Adresse ein bisschen größer. Oder vielleicht sagen wir auch, wir wollen keinen Vor- und Nachnamen, sondern nur einen Künstlernamen. Dann kann man auch hier den Nachnamen noch entfernen und Vorname hier einfach zu Name ändern. Also kann man hier ganz frei bearbeiten, sodass man alles damit haben kann, wie man es gern möchte. Und zum Beispiel will ich hier auf der anderen Seite noch einen PDF-Dokument haben, was ich gern hinzufügen möchte, dann geht natürlich auch das. Dazu klicke ich also wieder auf das Plus. Unter Sonstige finde ich dann Dokument-Buttons und hier könnte ich jetzt zum Beispiel eine PDF hinzufügen. So, die können wir hier herlegen. Und dann fragt er mich natürlich, okay, welches Dokument soll das denn sein? Auch dafür habe ich natürlich wieder was vorbereitet und zwar das wichtige PDF-Dokument, was unbedingt hier hinzugefügt werden soll.
Das lädt also dann einfach hoch und das kann ich verwenden und hinzufügen und habe dann hier ein PDF-Dokument. Natürlich muss man sagen, dass PDF-Dokumente und überhaupt Dokumente, die direkt angezeigt werden, also wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird mir das auch direkt angezeigt. Das ist natürlich auch immer so ein Sicherheitsbedenken, was damit spielt, ne? Also das ist kein Virus, keine Sorge, aber also da muss man vorsichtig sein, wenn man auf eine Website geht. Ob man das machen will, ist auch eine Frage, weil es natürlich auch je nach Größe des Dokuments ordentlich Traffic hinzufügen kann und Traffic kostet Geld. Muss man also bedenken. So, damit haben wir jetzt hier unsere Landingpage eigentlich schon ganz schön gemacht. Vielleicht sagen wir hier, ich will vielleicht gar nicht den Trailer angucken. Ich meine, aktuell, wenn wir hier auf Watch Trailer klicken, kommen wir halt hier runter zum Trailer, den wir dann hier angucken können. Viel cooler wäre es doch, wenn wir direkt hier das Video hätten, was wir hinzufügen oder ansehen können. Das heißt, wir löschen das hier mal raus und fügen mal hier unter Hinzufügen ein Video ein. Und dazu nehmen wir einfach hier den YouTube Player. Wir nehmen also einfach eins, was wir auf YouTube hochgeladen haben und binden das hier ein, dass es schön ist. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen größer, so damit wir ein kleines bisschen mehr Platz haben hier für dieses schöne Video. Ich meine, es geht ja immerhin hier genau um dieses Video. Und wir haben jetzt hier einmal das Video Wanderlust. Das ist natürlich nicht Beyond Earth. Das heißt, wir wollen das Video einmal wechseln und fangen also an, das Video zu suchen. Wir könnten also zum Beispiel jetzt bei YouTube was eingeben und der zeigt uns dann die entsprechenden Videos an. Oder wir können natürlich auch einen Link selbst hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier auf meinen Kanal gehe und hier dann ein Video auswählen möchte, zum Beispiel dieses Video, dann kann ich hier einfach den Link kopieren und das Ganze hier einfach einfügen. So, das ist jetzt zwar nicht das Beyond Earth Video, aber ihr versteht, was damit passieren soll. Und wenn ich jetzt in die Vorschau gehe, dann kann ich mir natürlich hier das Video auch direkt ansehen. So, das funktioniert also auch und wir haben unser Video hier eingebunden. Natürlich kann ich alle Sachen auch animieren. Ne, gibt es hier oben Animation und hier kann man dann zum Beispiel sowas einspringen lassen. Das sieht dann so aus oder es erscheint einfach oder es dreht sich ein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Sachen davon können sehr schnell billig wirken. Deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, welche Sachen man hier verwendet und wie man sie verwendet und ob überhaupt. Ich werde das hier jetzt mal rauslassen. Man kann aber alle Dinge animieren. Also auch hier gibt es eine Animation, das hier ist sogar, glaube ich, animiert, genau. Also alle Dinge, die auf der Website sind, kann man animieren, wenn man es möchte. Was jede Seite in Deutschland braucht, und das müssen wir hier noch hinzufügen, ist natürlich einmal ein Impressum und Datenschutz. Füge ich also hinzu und bewege das Ganze, wo es vielleicht ein bisschen weniger stört, ganz nach unten. Und das taucht dann hier unter More auf, weil wir jetzt zu viele Sachen haben. Wir können den neuen Link hier mal rausnehmen, haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Und dann haben wir hier Impressum und Datenschutz. Das ist also eine Seite, wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir, da ist noch gar nichts los. Können also hier den Seitenhintergrund einmal ändern, vielleicht zu diesem Muster hier, aber es passt nicht ganz so zum Stil der Webseite. Nehmen wir vielleicht lieber diese Qualle, die irgendwie zu einer Dokumentation passt und fügen dann hier einfach ein Textfeld hinzu, einen Textabschnitt und tragen das Ganze hier ein. Können wir auch wieder von der Größe her anpassen, so wie wir das gern möchten. Und könnten dann hier reinschreiben, das hier ist das Impressum. Sagen wir jetzt einfach mal, das hier ist mein Impressum und mein Datenschutz. Natürlich könnte man jetzt hier noch was dahinter legen, damit man das besser lesen kann. Kann man mit rumspielen, muss man aber natürlich nicht. Dann haben wir hier noch weitere Apps. Und zwar kann es ja jetzt sein, dass wir sagen, okay, unser Ding hier ist richtig erfolgreich und wir wollen gerne noch einen Blog hinzufügen. Dann können wir den Wix Blog hinzufügen, die Blog-App. Also einfach einmal hinzufügen, die wird geladen. Und wir können hier auswählen, wollen wir nur den Blog oder auch gleich mit Mitgliederbereich. Uns reicht jetzt hier an der Stelle erstmal der Blog. Das Ganze ist geladen und taucht auch schon hier oben auf. Wir sehen, hier gibt es dieses Blog und auch unter Menüs und Seiten finden wir jetzt auf einmal Blogseiten. Ja, da können wir also hier auch Beiträge hinzufügen. Wir können auf das Blog gehen und hier Sachen hinzufügen und quasi unseren Blog verwalten.
So, jetzt hat das Ganze hier auch vollkommen geladen. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf der Blog-Hauptseite sind, sehen wir die ganzen Einträge, die es hier gibt, eine Community ins Leben rufen und so weiter und so weiter. Aber wir können natürlich auch neue Beiträge hinzufügen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen Beitrag machen möchte, dann kann ich das einfach hier machen. Und ich kann, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, den Beitrag erstellen oder einen Beitrag bearbeiten. Wir können jetzt hier einfach mal einen neuen erstellen und dann geht hier diese App auf und wir kommen in die Verwaltung der Blog-Einträge. Und so funktioniert das mit jeder App. Jede App funktioniert natürlich ein bisschen anders. Hiermit könnte ich jetzt einen neuen Eintrag für den Blog machen, Sachen dazu schreiben, Bilder einfügen, Videos einfügen und so weiter und so weiter und baue mir dann natürlich einen typischen Blog auf. Aber es gibt noch viele weitere Apps. Zum Beispiel, wie wir schon gesehen haben, hier gibt es einmal Kommentare. Ich könnte Buchungen machen, wenn ich zum Beispiel ein Hotel habe, kann ich das direkt mit meinem Google Kalender verbinden und mit reinmachen. Ich könnte zum Beispiel einen Online-Shop aufstellen. Ich könnte HTML-Tools einbinden oder Statistiken anzeigen oder was mit Video machen. Den Blog haben wir gerade schon angesehen. Es gibt Design-Tools und so weiter und so weiter. Insgesamt aktuell 335 Apps, mit denen man hier alles Mögliche machen kann. Und der Blog ist nur eins davon. Wenn wir jetzt sagen, okay, meine Website, so wie sie jetzt ist, das ist, so gefällt mir das. Und ihr habt ja gesehen, man kann alles Mögliche einstellen, alles Mögliche hinzufügen, wie man es möchte. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt habe. Dann kann ich die Website erstmal speichern, was hier schon gemacht, und veröffentlichen. Ja, wenn ich das Ganze veröffentliche, dann gratuliert mir Wix, dass ich jetzt auch hier auf die Website gehen kann und ich kann sie hier aufrufen und da ist meine Website. Ja, hier mit all dem, was wir erstellt haben, mit der PDF-Datei, dem Kontaktformular, alles mögliche, was wir gemacht haben, sogar das Musikstück ist dabei. Aber jetzt ist natürlich so, dass itouchtester.wixsite.com/Valentin Möller irgendwie nicht so eine geile URL ist, die man gern haben möchte. Das heißt, wenn wir hier eine bestimmte Domain haben wollen, dann brauchen wir Premium. Und das können wir jetzt ja einfach mal besorgen. Wir schauen uns die Preise hier einfach mal an. Die Preise, das sind hier die Grundpreise, die man dafür bezahlt, mit halt verschiedenen Dingen, die man hier bekommt. Und diese Preise können sich verändern, je nachdem, welche Applikationen und Apps man auf seiner Website verwendet. Wenn ich zum Beispiel also das Buchungstool verwende, dann kann es sein, dass die Preise hier ein bisschen höher werden, wenn das Buchungstool denn ein kostenpflichtiges Tool ist. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Unlimited-Variante und jährlich klingt ganz gut und gebe dann hier meine Daten ein, sodass ich ja den Kauf abschließen kann. Jetzt, wo ich bezahlt habe, zeigt er mir auch an, dass, okay, die Domain valentinmoeller.com könnte ich kostenlos erhalten oder ich könnte nach weiteren Domains suchen. Wir können ja mal schauen, ob wir die vielleicht als .de-Domain finden. Das heißt, wir können hier auf Verwalten klicken und eine neue Domain hinzufügen. Und jetzt können wir einfach mal schauen, valentinmoeller.de, und suchen die mal. Und sie ist erhältlich. Also nehmen wir die doch, fügen die hinzu und er zeigt uns, dass diese uns bald gehören kann. Die ist nämlich kostenlos in dem Paket dabei, was ich hier habe. Und jetzt trage ich hier einfach noch meine Daten ein und kann das Ganze bestätigen. Wir bestätigen das Ganze also. Ich bestätige das Ganze auch nochmal mit meiner hinterlegten Kreditkarte hier. Und wir sehen, das Ganze wurde hier mir zugeordnet. So ein Postfach, das müssen wir jetzt nicht, machen wir das hier einfach zu. Und wir können einmal in die Übersicht hier reinsehen. Und jetzt können wir das Ganze hier noch mit der Domain verbinden. Das heißt, wir sehen, das Ganze ist jetzt verbunden. Natürlich dauert das ein bisschen, bis das aufrufbar ist. Einfach dadurch, dass es halt, naja, es dauert eine Weile, bis man, bis das den ganzen DNS-Server zugeordnet wird. Deswegen müssen wir jetzt hier ein paar Minuten, ein paar Stunden warten, bis das Ganze registriert ist. Und wenn das dann soweit ist, dann kann ich auf meine Webseite über diese Domain zugreifen. Er sagt uns jetzt, wir haben 3 von 5 Schritten erledigt. Wir können einen Beitrag erstellen oder bei Google gefunden werden. Das heißt, damit wir bei Google gefunden werden können, müssen wir natürlich etwas Suchmaschinenoptimierung machen. Und das bietet uns Wix hier direkt an. Wir können also hier direkt unsere Daten eintragen, die jetzt zum Beispiel für unsere Firma da sind. Wir haben
ein reines Online-Unternehmen und gehen jetzt halt diese Fragen durch. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel diese drei hier und können dann einen SEO-Plan erstellen lassen. Wix unterstützt uns jetzt also, um bei Google gefunden zu werden. Und wir sehen jetzt hier, gibt es eine ganze Menge an Sachen, die wir noch tun sollen, können, müssen, um dann bei Google gefunden zu werden. Das werde ich jetzt in diesem Video nicht mehr zeigen, weil das ja sehr individuell ist für jede Webseite. Aber so könnt ihr dann auch bei Google gefunden werden, wenn nach euren Stichworten gesucht wird und so weiter und so weiter. Und das ist im Prinzip, wie man seine eigene Website erstellt. Jetzt, ein paar Stunden später, können wir, weil inzwischen das Ganze registriert ist, einfach auf valentinmoeller.de gehen. Wir können da drauf tippen oder wir können auch hier auf Valentin. Ja, das ist die Domain, die ich mir besorgt habe. Und tada, da ist die Seite, die ich gerade eben gebaut habe. Mit der Animation, mit meinem Video drin, mit meinem Waldteil hier und den Videos und dem Kontaktformular. Und wenn ich hier oben zum Beispiel auf Impressum und Datenschutz drücke, dann sieht man auch hier oben, dass das Ganze auch in der URL mit angezeigt wird. Genauso zum Beispiel auch bei Press ist alles hier mit angezeigt. Das heißt, das Ganze so, wie wir uns das ausgedacht haben, kommt auch hier drin vor. Ja, und an der Stelle möchte ich mein Tutorial gern beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, gerne mit unten in die Kommentare, sodass ich darauf reagieren kann und diese beantworten kann. Und wenn ihr das Ganze selbst mal probieren wollt, hinterlasse ich euch unten in der Beschreibung einen Link, wo ihr es natürlich kostenlos ausprobieren könnt. Und danke schon mal für jeden, der meinen Link benutzt. Dann danke an dieser Stelle fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Dankeschön. Ciao.